Hallo Leute, ich bin wieder da und ich habe, Wir werden wohl sterben. Oh, die Sequenz kenne ich ja noch gar nicht. Und ich habe relativ viel Nachbrenner übrig und relativ... Ich bin ziemlich unter Beschuss! Und relativ alle Raketen und sogar eine tolle Waffe, die ich nachher gegen diese Moray... Na, die Moray sind die, die gegen diese anderen, gegen diese heftigen Typen einsetzen werde. Im Augenblick. Genau. Versuche ich diese Moray einfach mal wegzurammen. Das ist auch eine schöne Strategie. Rammer. So, da ist der nächste. Ich bin ziemlich unter Beschuss. Hi. Ich glaube, ich muss jetzt mal die Raketen einsetzen. Jawohl. Da, das sind diese Unbekannt-Teile. Zeige ich euch mal was. Ich bin ziemlich unter Beschuss. Habe ich dich. Die haben sich exklusiv wohl um mich gekümmert, diese Mistviecher. Warum schaltet die Rakete nicht immer auf? Das verstehe ich nicht. Die schaltet immer dann auf, wenn er volle Schilde hat. Da nützt du mir nichts. Ich glaube, von diesen unbekannten Teilen gibt es aber bloß zwei. Du bist auch nicht so stark. Stirb, Bastard! Der will mich immer frontal nehmen, dieser Mistkerl. Na gut, tun wir ihm den Gefallen. Aber die Rakete schaltet nicht auf. Wenn er frontal zufliegt, schaltet die Rakete nicht auf. Nee. Stirb, Bastard! Das bekommst du als Lohn. Habe ich dich.
habe ich dich. Oh, siehst du was? Ich habe nichts auf dem Schirm. So, Sunflower ist noch vollkommen in Ordnung. Oh, Dallas geht's nicht ganz so gut. Fliegen wir zu Nav 4 und hoffen, dass das die letzte, der letzte Mission, also der letzte Abschnitt unserer Mission war. Oh Leute, mir geht's nicht gut. Aber ich hab's geschafft. Woo! Einsatz ausgeführt. Oh, geschafft. Wir haben überlebt. Alpha 1 erbittet Landeerlaubnis. Gut geflogen, Lieutenant. Sie können landen. Das ist schön. Mann, 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 Mann. Woo! Da habe ich jetzt einige Male Anlauf nehmen müssen, bis ich diese Mission beenden konnte, und zwar erfolgreich. 84% Gesamtleistung, nur das ist doch in Ordnung. Mensch, bin ich fertig. Ich habe das jetzt alles im Stück gespielt. Oh. Oh. Ich habe sie fliegen sehen. Hören Sie, Casey, ich habe über unser erstes unschönes Treffen nachgedacht, das wir beide hatten. Naja, hier war einfach die Hölle los. Ich bin Rachel Coriolis. Gute Nachrichten, wir haben die Katzenkodierung im Kerasi-Logbuch geknackt. Ich muss los. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Haha, wir haben uns Respekt erflogen bei Rachel. Das ist doch auch cool. Enemy Gate under construction. Oh, feindliches Tor unter in Arbeit. Okay. Hier steppt es nicht wirklich der Bär. Wir sind 2, 4 auf Platz 6 vorgerückt, von 7 auf 6. Und wir sind gleich mit Goblin und 1 hinter Stiletto. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wo ist denn eigentlich unser lieber Kumpel Maestro? Maestro? Da ist er. Da ist er, der Maestro. Naja, schauen wir mal. Ja, Leute, es tut mir... Dies ist keine Übung. Alle Piloten zu ihren Schiffen. Ach, nö, Leute. Also gut. Alle Piloten zu ihren Schiffen. Dies ist keine Übung. Das ist ein Noteinsatz und den fliegen wir natürlich noch. Ich hoffe bloß, dass das jetzt irgendwie besser läuft als beim letzten Mal. Uff. An alle Schiffe. Wir haben es mit einer Menge sich schnell nähernder feindlicher Schiffe zu tun. Sie müssen unbedingt alle feindlichen Schiffe zerstören. Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie immer wachsam. Halten Sie sie unbedingt von der Midway fern bis zum Erreichen des Jumppunkts. Mein Flügel! Sofort an... Bereitet euch darauf vor, dass wir ihn bis zum letzten testen. Diese Jungs haben schnell unsere Sprache gelernt. Das sehe ich aber auch so. Mir gefiel es besser, als ich sie nicht verstanden habe. Mein Flügel lösen und angreifen! Ich sehe das genauso, Maestro. Na klar. Stirb. Habe einen erwischt. Okay. Der ist... Wie kannst du schon einen erwischen? Statusbericht bitte. Es ist unsere Bestimmung, euch zu zerstören. Nicht ein einziger Kratzer. Rakete gefeuert. Hör auf zu stinken, Mist. Ich muss mal irgendeinen raussuchen. Ich kann hier nie anrufen.
Hier ist die Midway. Wir stehen unter Beschuss. Komm schon, Kakerlake. Er ist schon erledigt. Deine Waffen sind wertlos. Rakete abgefeuert. Es gibt kein wahres Ende. Diese Bomber runter. Manu, ich bin doch dabei. Es gibt kein wahres Ende. Verzeih mir, aber ich werde dich umbringen müssen. Es ist unsere Bestimmung, euch zu... Lass du meine Midway in Ruhe? Also irgendwie... Ich weiß nicht, was der mir für Gegner gibt. Fox One! Die Midway nähert sich dem Jump-Punkt. Erwarten Sie demnächst den Befehl zur sofortigen Rückkehr. Verstanden. Ich sterbe ehrenhaft. Statusbericht bitte. Nicht ein einziger Kratzer. Wow, der hat gesessen. Die sind echt hartnäckig, die Typen. Mein Lebenswagen ist an seinem Ende. Ja, mit das mir ist an alle wahr. Flügel, wir sind bereit zum Sprung. Sofort Kampf einstellen und zurückkehren. Ich wiederhole, kehren Sie sofort zurück. Omega-Flügel zurück zur Basis. Omega-Führung an Alpha-Führung. Zeit zum Gehen, Lieutenant. Flügel Gamma, kehren Sie zur Midway. Ich war zufällig in der richtigen Nähe. Wow. Das bezeichne ich jetzt mal als davongesprungen. Gut gemacht. Der Iceman wäre stolz auf Sie. Ach ja. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, Blair hat ja erwähnt, dass wir der Sohn vom Iceman sind. Iceman, das war eine Figur, das war ein Pilot, ein ziemlich alter Pilot in Wing Commander 1. Und an den hat sich der Blair scheinbar noch erinnert. Das ist ja auch nett. Und Rachel auch. Ups. Hui, Leute. Ja, da hätte ich gedacht, dass das vielleicht Stiletto ist. Ah, nee, wir können mit Dallas sprechen. Dann sprechen wir doch nochmal mit Dallas und hören uns an, was er so zu jammern hat. Alles okay? Es ginge mir wesentlich besser, wenn ich nach Hause fliegen dürfte. Wir stecken voll im Dreck. Hör mal, Dallas, ich... Nein, hör du mal, mein Junge. Ich erklär's dir auch ganz langsam.
Die Kilrathi waren mit den Feudalplaneten beschäftigt. Sie hatten ihre eigenen Probleme. Die Grenzwelten waren mucksmäuschenstill, weil die Black Lands-Truppe weg vom Fenster ist. Es war hier ziemlich gemütlich. Und das Letzte, was ich erwartet hatte, war zu kämpfen. Ich bin total erledigt. Wir tun in der Konföderation unseren Job, ohne Garantie für Frieden. Und du glaubst, ich fühle mich jetzt besser? Nein. Hör mal. Ich weiß nicht, was da draußen ist, aber was immer es auch ist, wir müssen es einfach stoppen. Wir sind ganz allein da draußen. Das bedeutet, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Darum geht's. Weißt du, solange wir zwei da draußen allein sind, muss es heißen, du bist für mich da, ich bin für dich da, 100%ig. Kapiert? Sieht nicht so aus. Oh, Stiletto. Da haben wir wohl in den Augen unserer Chefin das Richtige gesagt. Und wir sind gleich auf mit Stiletto. Yeah. Und Maniac ist auch nicht mehr so weit weg. Das finde ich ganz cool. Ja, Leute, gut. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier auch nicht. Aber in die nächste Einsatzbesprechung, da gehen wir jetzt erst definitiv in der nächsten Folge, weil ich habe das jetzt alles am Stück gespielt und puh, ich brauche eine Pause ganz dringend. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.